So, eine Aufgabe haben wir noch, nämlich eliminiere unterschiedliche Arten von Scheusalen auf einer beliebigen vorgestellten Insel. Das habe ich nämlich jetzt gerade noch gemacht, wo ich nämlich hier die... Warte, wo sind sie? Hier, wo man die 200 Scheusale töten muss. Nämlich, dafür gehen wir einfach in den Kreativmodus. Natürlich nicht bei irgendeinem rein. Hey, alle sind jetzt im Kreativmodus drin. So, wir suchen noch direkt nach der Lobby. Aber wir müssen auf keinen warten, sondern nur auf den Surfer. Erstmal danke für jetzt 1060 Abonnenten. Also ist echt, also heute der Tag ist echt geisteskrank. Die Klickzahlen, die Wiedergabezahl, die Abozahlen, die Aufgabenzahl, die ist nämlich auch nicht gerade lustig heute, weil wie gesagt, ich bin jetzt seit 14 Uhr, seit 5 Stunden dran, Aufgaben zu machen. Also langsam geht es auch ein bisschen an die Substanz. Ist ja nicht so, als wäre ich heute noch arbeiten gewesen. So, ich zeige euch aber jetzt gerade mal ganz schnell die Aufgabe. Menschen nicht. Hier müssen wir rein. Zack. So, ich zeige euch auch direkt, wie ich das Ganze gespielt habe. Ich habe nämlich gar nicht viele Waffen gekauft. Eigentlich, um genau zu sein, eine Waffe habe ich mir gekauft. Ich kam bis Welle 8, aber da habe ich mir, komm, probiere irgendwie selber nochmal ein Video drüber zu machen, wo ich vielleicht sogar durchkomme. Schreibt mir in die Kommentare, wie weit kamt ihr? Und vor allem wegen der Verlosung, wegen den Skins. Ich werde ja gleich noch einen Livestream starten. Und denkt dran, ihr müsst mit mir befreundet sein. Ansonsten funktioniert das halt mit dem Skin-Verlosung nicht. Also, wer noch nicht mit mir befreundet ist, einfach, ihr seht oben links meinen Namen, einfach als Freund hinzufügen. Oh, sei doch noch lauter. Einfach mich als Freund hinzufügen. Und dann geht das nämlich auch, weil wir müssen halt 2 Tage befreundet sein, bevor wir überhaupt den Skintausch machen können. Beziehungsweise ich dir den Skin schicken kann. Das ist halt einfach ein Sicherheitsgrund von Epic, wo die einfach sagen, die müssen 2 Tage befreundet sein, weil so lange geben die einem quasi Zeit, dass der Account eventuell gehackt wurde. Deshalb. So, ich habe nämlich auch gedacht, hier die Wellen, man muss die alle töten. Aber im Prinzip geht es nur darum, dass du überlebst. Du musst die nicht alle töten. So, Welle 1 ist sowieso. Da sind ja noch die harmlosen. Und da geht es ja auch darum, wir müssen hier verschiedene Arten töten. Eine Art läuft jetzt gerade hier rum. Im Prinzip müsst ihr das Ganze nur bis Welle 3 oder 4. Ich meine, ich hätte alles in Runde 3 schon gehabt. So, wo ist meine Waffe? Zack, 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 zack. Gucken, gucken, gucken. Das ist meine Waffe. Die hatte ich eben die ganze Zeit und kam halt bis Runde 8. Aber ich mir, komm. Hör mal langsam auf, du willst noch einen Stream starten, die Aufgabe willst du den Leuten auch noch erklären. Deshalb. So, wie gesagt, ich hatte nur die Waffe. Ich habe mir die anderen gar nicht erst gekauft. Weil es geht halt nur darum, zu überleben. Und wenn du dich umdrehst, ich zeige euch gleich, wie ich das mache, einfach die Mobs wegholen. So, wie gesagt, das war eben eine Zombie-Art. Ich nenne sie jetzt einfach mal Zombie. So, gerade mal hier schon mal Holz holen. Ich glaube doch, hier sind schon 2, weil hier ist ja der Dicke jetzt dabei. So. Wie gesagt, anders spiele ich es nicht. Ab und zu mal hole ich mir Holz mit. So, dann wieder weiterlaufen. Das mit der Munition sammeln ist eine Ausnahme, sollte man eigentlich nicht machen. Und so habe ich das eben die ganze Zeit gespielt. Wie gesagt, Runde 3 müsste man eigentlich die Aufgabe schon geschafft haben. Ein bisschen, ja, Lex kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Immer ein bisschen im Kreis laufen. Den natürlich nicht gerade in die Füße, in die Arme laufen. In die Füße ist auch nicht schlecht. So, jetzt haben wir schon Runde 3 danach. Wie gesagt, die Aufgabe ist eigentlich ziemlich simpel. Ihr müsst halt nur gucken, dass ihr keine Sackgassen und hört auf, irgendwie Holz zu sammeln. Also eigentlich braucht man es überhaupt nicht. Ihr seht ja, ich kaufe mir jetzt einfach nur Munition. Und mit der Waffe ist es eigentlich easy machbar. Wie gesagt, ich hatte eben nur die Waffen, kam bis Runde 8.
Dann kam aber dieser Eis-Tralala und dachte, komm, ich muss dich jetzt nicht hier rumquälen. Mach gerade schnell das Video. So, jetzt sind wir schon bei Welle 3. Ich glaube, hier kamen schon die ersten Stinker. Ah, ne, hier kommen die Sprinter. Stimmt. Ah, aber auch der Stinker, hier der Grüne. Den halt dann mitnehmen, zack. Ist eine neue Art, die wir nämlich noch nicht hatten hier bis jetzt. Und ihr seht ja Runde 4, wie ich gesagt habe. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es Runde 3 war oder 4. So, und immer halt relativ im Kreis laufen. Zwischendurch muss man kreuzen, es geht halt nicht anders da. Aber ihr seht ja, die Schlauesten sind die halt nicht. So, dann muss ich nachladen, dann renne ich immer ein bisschen weiter. So, jetzt renne ich hier außen rum. Wie ihr seht, die, so schnell sind die nicht. Außer hier die Sprinter. Da kommen gleich auch noch die Dicken dazu. Das ist halt dann wieder noch eine Rasse mehr, aber wir müssen ja nur, ich glaube, 3 oder 4 töten. Also eigentlich müsstet ihr die Aufgabe jetzt schon haben, wenn ihr genauso weit wie ich bin. Weil ich, wie gesagt, habe die Aufgabe eben in Runde 4 hatte ich sie fertig. Da weiß ich nämlich noch, als die Stinker dabei kamen. Also diese Grünen. So. Und von den anderen Waffen, ich habe mir keine anderen Waffen geholt. Ihr seht ja, das ist eigentlich ganz easy. Aber schreibt trotzdem mal in die Kommentare, wie weit ihr kamt. So, ich glaube, hier bin ich jetzt gerade falsch gelaufen. Ja, die Flitzer sind natürlich ein bisschen nervig. Aber hier, das bin ich auch ein bisschen gewöhnt von Counter-Strike, wo der Zombie-Modus ist. Man muss den halt nur seitlich immer ausweichen. So, ja, hier die Ecke, die kenne ich noch. Die ist nämlich scheiße. Aber wie ihr seht, die kommt da easy wieder raus. Ja, wenn ihr merkt, der ist zu nah hinter euch, dann müsst ihr euch doch mal umdrehen. So, hier mal ein bisschen Holz wenigstens mitnehmen. Oha, 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 oha. So eng war es bei mir eben aber nicht. Aber ich sag ja, ihr müsst einfach nur überleben. Im Prinzip, ich mach's jetzt einfach mal. Ich renne jetzt einfach nur von denen weg. Und schon haben wir die nächste Runde erreicht. Also im Prinzip kann man es, glaube ich, sogar schaffen, wenn man überhaupt keinen Schaden macht. Einfach nur vor denen wegrennen. Aber ob es machbar ist, kann ich natürlich jetzt genau nicht sagen. Aber im Prinzip habe ich euch jetzt schon alles erklärt. Ihr müsst halt immer nur verschiedene Rassen töten und schon habt ihr die Aufgabe gemacht. Also es ist eine relativ einfache Aufgabe. Und wie gesagt, mit der Waffe funktioniert es bei mir am besten. Wir gucken nochmal gerade, ob jetzt die Eismonster schon dabei kommen. Weil dann sind wir, glaube ich, schon bei der 5. oder 6. Rasse, meine ich sogar. So. Ah, die Flitzer, die sind natürlich nervig. Ah, eben waren die nicht so bei mir dran. Kann auch sein, dass ich eben einen besseren Weg gelaufen bin. Aber ihr seht ja, sie kommen zwar hinterher, aber sind nicht, noch nicht schneller als ihr. Und durch das Töten kommt ja auch wieder Kondition dabei. Ihr dürft halt nur nicht zu lange warten. Das war ein Fehler. Und ihr seht ja, ich für das Holz, ich interessiere mich überhaupt nicht fürs Holz. Wenn es gerade wirklich komplett auf dem Weg liegt, hole ich es mit. Ansonsten lasse ich es liegen. Die Munitionskisten lasse ich auch in Ruhe. Ihr seht ja, ich habe noch 230 Munition. Kaufe mir jetzt einfach Munition nach. Ich meine, jetzt kommen auch die Weißen. So. Welche Runde sind wir jetzt schon? 6.
Ah, jetzt kommen die nächsten, die nämlich die Scheiße werfen. Die sind nämlich schon nervig. So, jetzt hol ich mir hier das Holz. Ah. Stimmt, die explodieren. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Oh, ich glaube, ich habe jetzt den vollkommen falschen Weg eingeschlagen. Aber wir können immer noch weglaufen. Weil die Flitzer sind nämlich jetzt nicht da. Ah, ich will es einmal zeigen, wie er explodiert. Da, so explodieren die. Also wenn ihr eine große Gruppe habt und da ist ein Dicker dazwischen, holt den Dicken weg und die anderen sterben direkt mit. Ihr seht ja, das ist ja wirklich nicht schwer. Wenn ihr Leben braucht, halt wirklich die Kleinen töten. Ich würde sagen, das reicht doch jetzt erstmal. Ich denke mal, so werdet ihr die Aufgabe definitiv hinkriegen. Und in dem Sinne, wie gesagt, wenn ich dir helfen konnte, gerne ein Abo da lassen. Ansonsten viel Spaß noch und viel Spaß bei den Aufgaben. Und schon wieder 10 Abonnenten mehr. Das ist so krank. Also in dem Sinne, haut rein.